Hi, heute gibt es mal eine Folge Everdale. Und zwar, ja, fange ich mal in meinem Dorf an. Also, einer researcht hier gerade. Und zwar das Upgrade für das Warenhaus. Ja, zwei farmen dann Suppe und zwei sind gerade am Clay farmen, weil ich bei Otto schon mal reingeschaut habe. Und das machen wir jetzt auch gleich. Da wir jetzt nämlich wieder alles beisammen, kann ich ihm wieder alles abgeben. So, Clay hatte ich nicht genug, deswegen habe ich ja noch gefarmt. Und da jetzt noch die Kiste. 75 Rollen, sehr nice. 3 Gems. Damit habe ich auch schon jetzt über 200. Werde ich mir wahrscheinlich dann den Franz davon holen. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. Ja, ansonsten in der Valley haben wir gerade das Event. Habe ich auch schon zwei Aufgaben abgeschlossen. Einmal hier und einmal hier. Es waren recht kurze Aufgaben. Ich weiß nicht, ob ich dann über Nacht noch was mache. Müssen wir mal schauen. Ja, was ich auch noch zeigen wollte im Video. Ja, also wir upgraden hier gerade die Researchers Guild. Und schaut euch mal die Gold Tasks an. Wer die alle gemacht hat. Einfach alle ich. Hatte einfach zu viel Gold, sagen wir mal so. Ich hatte über 5000 und wollte nicht auf die 6000 kommen. Deswegen habe ich da ein bisschen was rausgehauen, würde ich mal sagen. Ja. Einfach die ganze Researchers Guild bezahlt vom Gold her. Ja, genau. Ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Nicht viel. Ich habe meine Dorfbewohner umbenannt. Das wollte ich auch noch sagen im Video. Zum Beispiel hier, Researcher 1. Also ich habe da immer nach den Skills benannt. Da unten sieht man es auch. Woodcutter 1. Also da habe ich Woodcutter erforscht auf 1. Der Forst hat noch seinen normalen Namen. Farming 2. Das war der Linden vorher. Und bei dem habe ich den Farming Skill schon auf 2. Dann einmal Farming 1. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Das war ganz aus Versehen. Ich wollte eigentlich den Linden auf 2 bringen und habe aber aus Versehen den einen auf 1 gemacht und dann kann man es nicht mehr abbrechen, soweit ich weiß. Und ja, jetzt hat er halt auch den Farming Skill auf 1. Ist halt mal so. Und da wir jetzt ja auch die Researchers Guild haben, habe ich den einen jetzt auch schon auf 1 gemacht. Das heißt, der heißt jetzt hier Researcher 1. Ja, und die lasse ich dann auch meistens das machen, was bringt. Ist ja logisch. Der researcht hier gerade. Weiß nicht, wer es ist. Das ist der Forster. Okay. Ja, und das ist halt der Linden. Also quasi Farming 2. Ja. Normalerweise lasse ich die hier immer Suppe machen, die den Farming Skill haben. Aber das macht eh nichts weiter aus, ob ich die jetzt hier Suppe farmen lasse oder hier im Dorf was mache. Meine Suppe bleibt voll. Wenn ich zwei Suppe farmen lasse und drei im Dorf was machen lasse. Also ist so ziemlich wurscht. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Ansonsten, hier in der Library passiert auch nicht mehr so viel in letzter Zeit. Da müssen wir erstmal hier Stufe 5 werden. Dazu brauchen wir noch 2 Valley XP. Und dann können wir die Great Library auch schon wieder upgraden. Ja, dann geht's hier weiter. Hier gibt's erstmal viele Gilden auf jeden Fall und viele Upgrades auch dafür. Dann gibt's einmal Upgrade für die Preservery, einmal für den Potion Maker und einmal für die Bakery. Und dann hier auch die Fischerei, also den Fishing Spot. Soweit ich weiß, in meiner alten Valley waren wir gerade am Bau von der beschäftigt, als ich die verlassen habe. Das heißt, dann sind wir bald auch schon so weit, wie ich bei der alten Valley war, als ich die verlassen habe. Weiß gar nicht, sind hier noch die besten Listen? Ich habe mich da schon länger nicht mehr informiert. Ja, da sind sie auch. 54 haben die hier schon. Ja, die sind richtig gut vorangekommen. Nice auf jeden Fall. Ja, GG's an sie dann auch. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, gerne abonnieren.
Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt und gerne kommentieren, ich würde mich freuen und ciao.